Wir sind hier in Duisburg beim Finale. The Real Boots Report. Jetzt. Hier. Live on demand. Willkommen zum Real Boots Report. Die Taschen sind gepackt. Es geht ab nach Duisburg. Warum? Weil heute ist nämlich Freitag und morgen ist der erste Tag vom Bowl Game 2023. Und am Sonntag schauen wir uns das Bowl Game an. Ausverkaufte Hütte. 31.700 Leute. Da habe ich ja mal richtig Bock drauf. Und am... Ja, was haben wir denn? Wenn der Butz auf die Autobahn fährt, was ist dann? Stau! Ich bin 10 Minuten aus München raus. Ich bin auf der Höhe von der Allianz Arena, falls das wer kennt, der schon mal in München war. Und ich stehe im Stau! Die Fahrt fängt schon mal richtig gut an. In diesem Sinne, lehnt euch zurück, schnallt euch an. 6 Stunden Action mit mir. Kurzes Update von der Fahrt. Es ist einfach überall Stau. Überall. Es war überall Stau. Ich habe 2 Stunden mit Coach Frankie telefoniert. Schaut da an Coach Frankie. Fredsburg ist einfach Killer. Hat mir einfach, wie ihr in der Folge gesehen habt, beim letzten Flug den Arsch gerettet. Liebe ich. Die Sonne geht langsam runter. Das sieht man da vorne. 10:46 komme ich an. Noch 3 Stunden 49. Jawollo. Endlich angekommen. Mittlerweile ist es 1 Uhr. Ich habe es geschafft. Düsseldorf am Flughafen im Hotel. Ein sehr schönes Hotel. Da kannst du nichts sagen, gell? So, das war's jetzt erstmal für mich. Ich werde mich ablegen. Ich bin fertig. Währenddessen ich meinen verdienten Schönheitsschlaf mache, könnt ihr liken, subscriben und was man nicht sonst alles machen kann. Am besten mal sharen. Share doch mal das Video. Das habe ich noch nie aufgerufen. Vielleicht funktioniert es ja auch mal. Ich freue mich schon auf die Arena in Duisburg. Da fahren wir jetzt hin. Ich sage schon mal Danke an die ELF. Für die Akkreditierungen, ich habe die zwar noch nicht bekommen, aber es wird schon alles passen. Ich bin sowas von excited, an diesem Finalspiel teilzunehmen, als zwar Zaungast, aber trotzdem, ich bin so fucking excited. 31.500 Zuschauer in der Schauinsland Arena in Duisburg. Ich habe 2006 angefangen, Football zu spielen. Wir haben auf einem Schotterplatz angefangen. Dann war ich in München und da waren 3 Leute gefühlt in den Stands. Und dann bin ich nach Innsbruck gekommen. Da waren schon 4.000 bis 5.000 in den Stands. Und jetzt sind es einfach 31.500 in dem Finale. Keine Ahnung, wo sich dieser Sport hin entwickelt hat. Deswegen mal Shoutout an Koji Sume, Kasimi Dibali, Björn Werner, Sebastian Vollmer, Markus Kuhn und wie sie nicht alle sonst noch heißen und vor allem an Volker Schenk, dass ihr den Scheiß so pusht, Mann. Das ist richtig, richtig, richtig geil. Rheinfire hat absolut den Heimvorteil, würde ich sagen, weil es halt einfach in ihrem Heimstadion in Düsseldorf ist. Perfect Season, Finale daheim und dann auch noch den Pokal mitnehmen. Auf der anderen Seite, Stuttgart, 0-12 letztes Jahr, dieses Jahr, boom, Finale. Was wäre das für eine Cinderella-Story, wenn die es machen? Ich gönn's beiden, ich stehe auf jeden Fall zwischen den Stühlen. Auf jeden Fall, wie krass einfach. Das dritte Jahr dieser Liga, 31.500 Zuschauer im Finale. Diese Zahl, ich sag's euch, die catcht mich. So, jetzt geht's zur Media-Akkreditierung. Ticketbox. Akkreditierung ist da und Sven ist auch ja, da. Ja, hallo, guten Morgen. Wie geht's dir? Hervorragend. So, jetzt sneaken wir uns einfach mal in den Parkplatz rein. Ich mache mich jetzt ernst wichtig und sage, ich bin der Fahrer von Sven Breitenbach und seiner persönlichen Security und sein Kameramann. Und wenn er Hunger hat, dann besorge ich ihm mal was zu essen. So, hier ist es gleich mal Viva Con Aqua Game. Was ist denn das für ein Stadion, bitte? Ist das euer scheiß Ernst? Ich freue mich so auf morgen. Wow, ist das verfickt nochmal krank. Das ist ja geisteskrank hier. Wow. Schau ich das mal an. Krass. Krass, 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 krass. Herzlich willkommen in der wunderschönen Schauinsland Reisen Arena. Also, damit ihr euch vorstellen könnt, diese Haupttribüne komplett ausverkauft bei unseren Heimspielen. Und wenn wir uns einmal umdrehen, ist der Großteil von dieser Tribüne auch immer komplett verkauft. Das heißt, wir haben im Durchschnitt 10.000 plus bei unseren Heimspielen ungefähr. Für jeden, der noch nie auf dem Feld gestanden ist, wenn Fans im Stadion waren und so, es gibt für mich keinen größeren Benefit als ein gefülltes Stadion, als eine Crowd, die ausfüllt. Es ist einfach der Wahnsinn, vor so vielen Leuten zu spielen. So, auf dem Weg habe ich jetzt einen Sven verloren. Der Sven ist mit der Rina noch irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Wir werden jetzt mal suchen. Jetzt gehen wir mal auf die Fan-Experience. Yeah. Show me the all damn day.
Guck mal, wer da ist. Da ist der Mann hinter Football. Hi, ich bin der Kopf von Football, Hendrik Müller. Was soll ich noch sagen? Ich bin wunderschön, 33 Jahre alt und ihr könnt mich auf Twitch, Instagram, YouTube und Webseite www.football.eu könnt ihr alles zur ELF lesen, auch über Butz. Viele interessante Sachen, guckt mal vorbei. Macht es auch, weil das ist echt fucking Wikipedia der Liga. Die Typen wissen jeden Scheiß. Hier habe ich einen, der Host, nicht nur ein Mitspieler von mir, sondern auch ein Host vom ELF Gamepipe Podcast. Der kommt jeden Dienstag um 18 Uhr raus. Hört da mal rein. Spotify, YouTube, Instagram. Und jetzt stelle ich euch die Crew dazu vor. Ich bin Mucki von der ELF Gamepipe Crew zusammen hier mit Tim. Und jetzt lernen wir uns heute das erste Mal kennen und freue mich, dass alle jetzt mal hier zusammenkommen. So, das ist hier alles geil, weil das ist ein richtiges Charity-Spiel. Ich darf jetzt hier einfach aufs Field gehen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wow! Icke, Team. Du hast Team. Du musst aufpassen. Aufpassen. So, Björn Werner erklärt hinter mir gerade seinen Mädels und Jungs, was der Plan ist. Coach Björn Werner am Start. So ready, Olli? Jetzt ready. Ich hätte in meinen ganzen Jahren nicht gedacht, dass ich Olli Geißen jemals beim Football sehe. Ist jetzt passiert. There you go! Der erste Drop des Tages ist schon gekommen. Hast du gedroppt? Ja. Ike, du hast nicht gedroppt. Ja. Butterfinger? Ja. Was soll hier Butter? Hat er wieder Butter an den Fingern? Ah, guck mal hier, weil ich tatsächlich richtig am Trainieren bin. Ich habe Schwelen, für mich Rekordschwelen. Was hast du gemacht? Vom Ball fangen oder was im Team? Nein, mit einer Hantel. So. 8 Kilo Bizeps Curls. 4 Kilo Bizeps. Kennst du mir den Bali, Baby? Jawohl! There you go! Aber man sieht auf jeden Fall schon einen Transformation. Jetzt war ohne Witz. Also für meine Verhältnisse ist das schon. Was, okay. Was ist hier mit Nutrition? Essen, wie ist das? Hast du Carbs geloadet? Jetzt bist du. Carbs geloadet, das ist geil. Ja, natürlich. Aber nicht mit einer 8-Kilo-Hantel. Da ist Carbs-Loading vielleicht. Carbs-Loading nach unten halten, weil sonst ist Belly-Loading. Also in der Offseason hat der Ike bestimmt nichts zu tun, da gehe ich mit dem Ike mal ins Training, oh, oder Ike? Ja. Lass uns zusammen in München trainieren gehen. Bitte, unbedingt, ja? Unbedingt. Dann kommt er mal richtig mal dran an die Arme. Guck mal, Leute, das ist schon. Ich liebe ihn einfach. Ike, jetzt fang mal einen Ball bitte, ich will das filmen. Ja. Ja. Den Ball auf Ike. Jetzt. Oh. Ah. Ja, was sagst du zu deinem Team-Mitspieler Ike? Ja, wenigstens kann er die Regeln, ne? Ich liebe Ike. Oh, wurde geburnt? Ja. Scheiße. Zu Recht. So, jetzt gehen wir rüber zu Team ED Volleyball. Die sind schon am Start und machen schon was. Hallo. Bist du nervös? Ja, ein bisschen. Zittrige Hände. Schaut ihn an, wie er läuft. Der Typ ist einfach im Retirement. Schaut mal, wie der ausschaut. Jetzt bin ich auch mal im Vlog hier. Ja. Jetzt geht's einfach das Spiel los, aber wir gehen nicht über den Rasen, sondern wir gehen außen rum. Sechste, Respect for the Field. Ist, aber ich klatsche trotzdem. Ja, Pass Interference, das heißt, die Blauen haben euch gestört, den Pass zu fangen. Sieht mal wieder einen Profiathleten beim Sport, der absolut nicht konzentriert ist aufs Spiel. Nein. Außerhalb der Teams auch. Wir haben gerade darüber gesprochen, ob er Third Down, ob er Third Down. Ja, natürlich war eine PI. Bei der ersten tiefen Bombe, Mann. Da hätte ich Spaß gehabt, Mann. Das war eine PI, wirklich. Du hättest da eigentlich dann den Spot of Ball bekommen. Aber gut, ja. Frau Schutter, absolut bester Center, den ich seit langem gesehen habe. Gut, ne? Thank you very much. Meine Spieler sind sehr, sehr gut. Ich habe bisher noch ungefähr gar nichts gemacht, aber mein Team performt sehr, sehr gut. Bist du zufrieden mit deinem Coach? Und bisher bin ich sehr zufrieden mit meinem Coach. Ich werde auch langfristig bei ihm bleiben. Okay, gut. Mein Team ist heiß. Ich könnte es sehen, mein Team ist heiß. Wir führen gerade die da drüben. Guck mal, wie viel Druck die haben. Die sind fokussiert, aber weißt du was? Wir behalten es locker. Wir haben Spaß. Und wenn man Spaß hat, spielt man gut. Wir kriegen ihn noch. Die sind sich zu sicher. Hi, Jess. Hi, Dennis. Wir müssen jetzt auf jeden Fall das Ding nach Hause tragen, Fuß auf dem Gas lassen. Das soll nicht vorbei. Defense von Team Blau, du bist einer der motiviertesten, den ich da draußen. Ja, Mann! Für Uganda, für sauberes Trinkwasser, für Menschen, die keinen Zugang zum Chlor. Ja, Mann! Jetzt um von Dreierkette auf Viererkette und dann muss der Ball ins Eckige. Und nachts ist kälter als draußen, ist ganz wichtig. Let's go! Ready. Let's call him on the ball! Ja, Mann! Ja! Ja!
So, jetzt müssen die alle noch Social Media machen und alle die Handys rausholen. Genau so. Das ist die neue. Genau so ist es. Man muss ja irgendwie arbeiten, ne? Richtig. Und wegen Social Media haben wir auch die Ehre, hier zu sein. Oder? Oder? Sven und ich haben es geschafft. Viva Con Agua. Game ist rum. Was machen wir jetzt, Sven? Ich würde mal sagen, ab nach Hause. Würde ich ab ins Hotel und Füße hochlegen, Tasche packen für morgen und dann Game ready machen. Vielleicht schon ein bisschen Film gucken, ein bisschen Preparation für morgen und dann was zu machen. So. Danke fürs Zuschauen, währenddessen wir jetzt nach Hause gehen, ein bisschen schlafen. Tut ihr, liken, subscriben, abonnieren, kommentieren. Wow, alles machen, was man machen kann. Und ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, weil auch ihr Zuschauer ermöglicht es mir, dass ich heute hier sein kann und für euch filmen kann. Weil wenn mir keiner zuschauen wird, dann würden alle sagen, Butz, geh doch weg, lass uns doch in Ruhe. Danke. Es ist Sonntag, Ballgame ist, ich stehe vor der Schauensland Arena. Mies im Stau. Es ist 12 Uhr, das Spiel fängt in 3,5 Stunden an. Was hier schon los ist, geisteskrank. Ich habe am Schedule gesehen, dass um 10 Uhr der Family Day beginnt. Dachte mir so, bisschen früh um 10 Uhr. Aber wenn ich mir das hier alles so anschaue, scheinbar crazy. Ich bin ja gestern einfach durchgefahren wie nix. Hier kommen schon die Leute reihenweise die Treppen runter. Ich sag euch eins, es geht hier immer noch um American Football. Hier sind einfach Straßen voll, Menschen ziehen. Es geht um europäischen American Football. Es ist so krass. Es ist einfach so krass, was hier los ist. Ich spiele seit 16 Jahren diesen Sport und sowas habe ich noch nie erlebt. Es ist einfach brachial. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal Danke sagen für die ganze Season, die ihr meine Reports anschaut, meine Videos anschaut und das appreciated, was ich mache. Weil auch dank euch und dank euren Klickzahlen und dank dem Ganzen, wie das hier läuft und wie das hier wächst, habe ich überhaupt die Credibilities, auf so ein Spiel zu gehen und für euch da weiter zu filmen. Deswegen dank dem, dass ihr zuschaut, ihr liked, ihr subscribed und so weiter und der Channel wächst und alles funktioniert, darf ich bei solchen Events mit dabei sein und filmen. Dafür möchte ich einfach mal Danke sagen, weil es ist ein Haufen Arbeit, aber es wird von euch so appreciated und jede Sekunde, jede Minute ist es wert, die ich da reinstecke. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank an die Zuschauer. Ich hab's geschafft. Danke an die ELF-Organisation, ans Pressebüro für den Parkplatz. Alles super geklappt, alles auf die letzte Sekunde noch organisiert und ich hab's trotzdem möglich gemacht. Jetzt bin ich hier kurz vorm Stadion. Dass es einfach so viele Menschen gibt, die diese Passion teilen, die diesen Sport lieben, die sich das anschauen. Das ist krass. Don't drink and smoke, baby, bitte show me. Ich und meine Jungs machen alles lonely. Einer ist so bad, aber keiner bougie. Gib mir diese Vibes, so wie Mr. Uzi. Baby, shut down, den ich zusammen, baby, nenn es einen Lockdown. Wenn ich dich gewinne, sag ich einfach dazu Touchdown. Pass down low, baby, keep it on a lot low. Baby, shut down, listen close, this a hit song. Boys, pull up in Givagon. Du, Dubai, Paris, wohin du willst, Mami, komm. Baby, where you fly, man, yeah, me long. Bin ein Bad Boy, sie ne Baddie. Macht auf teuer, schicke Miki. You can get me, check wie Niki. Face me, Riri, please believe me. Ich bin im Stadion. Ich kann es euch nicht sagen, ich freue mich einfach so. Es ist der Wahnsinn, es ist der Wahnsinn. Die Bundeswehr ist auch schon da mit dem Wachbataillon. Die werden heute richtig Gas geben. Ich werde jetzt erstmal meine Sachen ablegen. Ja, und dann legen wir los. Dann legen wir einfach los. Das wird so gut. Wir sind wieder da. Mr. Coach Jojo Joyner. Let's get up. How you doing, bro? Good, man. You good? You got anything to say? Nah, man. Just excited for the game, obviously. Try to control the nerves a little bit. Just gotta get out here and get it done. Was geht, Putz? Alles gut? Ja, natürlich. Oh mein Gott. Ich wünsche dir, das muss ich jetzt auch vor der Kamera sagen, wirklich alles, alles, alles fucking Gute für dieses Game. Alles wird auf dem Feld gelassen. Es ist kein Spiel mehr da. Also man kann alles lassen. Alles auf dem Feld lassen. So, jetzt hast du mal Fansupport gemacht. Ich merke, du bist ein Mann an den Fans. Immer. Ohne die Fans würde es das alles nicht geben. Ausverkaufte Hütte hier in Duisburg. Also, lacht eure Digga. Boots. Ryan Pfeil macht sich gerade warm. Das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Baby, shut down, den ich zusammen. Baby, nenn es einen Lockdown. Wenn ich dich gewinne, sag ich einfach dazu Touchdown. Bust down, no, baby, keep it on a lot low. Baby, shut down, den ich zusammen. Baby, nenn es einen Lockdown. Wenn ich dich gewinne, sag ich einfach dazu Touchdown. Bust down, no, Touchdown. Butz Report viewers, great to see everyone for the second time this season.
Oh man, what an honor. Fürs Zuschauen. Das war die Season 2023. Ryan Fire ist verdienter Champion. Ja, ich sag danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Liken, subscriben und abonnieren. Real Boots Report geht natürlich weiter. Ich lasse mir neuen Schabernack einfallen, wie wir die Offseason so rumkriegen, dass es nicht zu langweilig wird. Was gibt's noch zu sagen? Einfach mal auf den Punkt gebracht, das war die krasseste Football-Experience, die ich je in meinem Leben erlebt habe und dabei sein durfte. Was hier in Duisburg heute los war und auch gestern, Wahnsinn. Football ist in Europa jetzt endgültig angekommen. Also nicht nur die NFL, sondern der europäische Football. Und das ist richtig, richtig geil. Ich sag danke an Patrick Izume und Jelko Karajca für das, dass ihr das hier möglich macht. Das ist der Wahnsinn. Ja, mit diesen langen Worten verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen einfach. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Tag, was auch immer ihr macht. Wir sehen uns nächste Woche, Dienstag, 17.30 Uhr. Ich weiß nicht, was die anderen sagen, aber Dennis ist ein guter Typ. Ab nach Hause ein bisschen Buben machen, weil der hier muss morgen spielen. Die hier schauen morgen zu, weil die sind genauso erfolgreich aus der Season rausgegangen wie wir. Entschuldigung. Soll ich rumtackeln oder was?